Hallo bei Achatina Anna. Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Video. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie wir unseren Achatschnecken einen Kalbbrei zubereiten. Hier die Hildegard. Genau, den Kalbbrei machen wir, weil das einfach für einen Gehäuseaufbau und für das Gehäuse einfach super ist. Ja, und die brauchen ja den Kalk fürs Gehäuse. Und die kamen anfangs schon echt mit tollen Häusern an, wo wir sie bekommen haben. Bald wird es ein halbes Jahr, wo wir sie bekommen haben. Und das wird auch, ich finde einfach, wenn man denen dann noch mehr Kalkbrei dann gibt, also irgendwann wird es dann uninteressant, wenn man denen zu viel gibt. Deswegen geben wir den einmal in der Woche. Aber die Häuschen, die sind dann echt noch schöner. Ja, die Hildegard zieht ihr Haus gerade hin. Jetzt nicht mehr. Doch. Ja, dann legen wir auch schon los. So, ich sage euch jetzt erstmal, was ihr dafür braucht. Und zwar braucht ihr Haferflocken. Ganz normale Haferflocken oder Weizenflocken gehen auch. Dann braucht ihr Gammarus-Pellets, obwohl ihr das eigentlich nicht zwingend braucht. Weil es ja Kalkbrei heißt, Sebiaschalen oder wie ich, entweder die schon zermörsern oder einfach so wie ich schon zermörsert kaufen. Dann braucht ihr noch eine Gabel und eine Schüssel. Und dann habe ich noch so einen gekauften, das kann man auch einfach zu einem Brei anrühren, so einen gekauften Brei. Genau, das ist jetzt Pulver und dann legen wir auch schon los. Also als erstes, ich sprühe da immer so ein bisschen Wasser rein. Dann beginne ich immer mit den Haferflocken, obwohl eigentlich ist es besser, wenn man, also ich persönlich beginne eigentlich immer gerne mit dem Kalk, das vergesse ich immer. So, dann einfach den Kalk rein und dann vermische ich das einfach mit dem Wasser. Wie gesagt, das hilft einfach dem Gehäuse beim Wachsen und das ist ja aus A und O, dass man eigentlich im Terrarium die Erde aufkalkt, das haben wir auch gemacht. So, als nächstes tue ich dann die Haferflocken rein. Also, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie die Menge ist, das ist eigentlich, wir haben ja drei Achatschnecken, das ist eigentlich verschieden. Ich tue es eigentlich immer auf Gefühl machen, so sogar. Es kann auch sein, ihr braucht dann wieder Wasser. Da guckt ihr dann einfach, wenn es zu trocken wird und kaum mehr vorüber ist. Ja, ich nehme das jetzt einfach mal so. Oh, jetzt seht man, dass das schon, ja, jetzt ein bisschen schwer wird. Deswegen sprühe ich jetzt ein bisschen Wasser noch dazu. So. Ein bisschen. Weil die müssen sie auch essen können. Und wenn es halt ein richtiger Brei ist, dann können die das auch besser raspeln. So, das tue ich nachher noch mehr. Verrühren, damit es kleiner wird. So, als nächstes mache ich jetzt so ein paar Gammarus-Pellets rein. Ich tue für jede Achatschnecke immer zwei und deswegen mache ich jetzt vier. Ich weiß, wir haben ja drei Achatschnecken, aber die Josephine ist gerade im Winterschlaf oder legt Eier, keine Ahnung. Wir haben jetzt bis jetzt noch nicht danach geguckt. So, und dann tue ich die eigentlich da immer so ein bisschen drin zu drücken, damit schön verteilen kann. Die enthalten ja wichtige Proteine. Genau. Und als letztes, naja, fast letztes, tue ich dann diesen Mix rein. Ich mache das schnell auf. Den habe ich speziell wo gekauft. Genau. Bei denen lieben die über alles. Also, da würden sie, glaube ich, auch echt alles dafür machen. Für diesen Brei hier. Ja, das mögen sie immer. Genau. So. Dann mache ich jetzt noch ein bisschen Kalk rein. Es heißt ja Kalkbrei. Und nicht Haferflockenbrei. So, schön rühren. Ein bisschen Wasser rein. Ja, wie gesagt, dann können die das einfach leichter essen.
Genau. Solange ich das jetzt noch verrühre, sage ich euch noch schnell was. Man denkt ja immer vielleicht, dass alle Schnecken gleich sind. Aber eigentlich ist es, also ich habe euch ja im letzten Video gesagt, wie die alle heißen und so. Und wie eigentlich die Eigenschaften von denen sind. Aber eigentlich, das ist echt Hammer. Die haben echt auch andere Vorlieben beim Essen. Hildegard, die mag zum Beispiel sehr gerne Banane. Dann die Fritzi mag Petersilie sehr gerne und also diesen Brei hier. Und die Josephine, die mag Salat sehr gerne. Ja, und die sind da echt mit dem Essen verschieden und auch mit den, soll ich sagen, schreckhaft und so. Ja, aber das könnt ihr ja dann im, das könnt ihr ja dann, das war mein erstes Video, das könnt ihr ja dann da einfach angucken, genau. So, jetzt habe ich das eigentlich gut verrührt, finde ich. Das könnt ihr eigentlich selber dann auch immer sagen, okay, finde ich jetzt gut verrührt oder nicht. Aber ich verrühre es halt immer gerne richtig schön. Also richtig stark, damit die das auch gut essen können. So, jetzt stelle ich das rein. Und vielleicht ist die Hildegard schon voll, weil die hat sie hier schon fleißig bedient. Aber vielleicht hat sie ja noch Lust auf den Kalbbrei. Ich setze jetzt mal hier rüber. Also da, also vielleicht wollt ihr ja dann extra noch ein Video sehen, wie man die hochhebt. Ganz wichtig, nicht am Haus ziehen, weil da könnte man innere Organe verletzen. Ja, die ist sehr schreckhaft. Die geht da immer schnell rein. So, setze ich die jetzt einfach mal hier hin. Alles gut. So, die Fritzi, die hole ich mir jetzt auch mal. Ups. Jo. So. Sie ist schon draußen. Gut, Hildegard. Fritzi. So. Dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und ihr könnt auch einfach Videowünsche einfach gerne unten in die Kommentare schreiben. Und abonniert uns auch gerne. Und gebt uns auch gerne einen Daumen nach oben. Tschüss!